Gericht aus Schwilper. Börse in der Samtgemeinde Papenteich. Über 60 Ausstellerinnen, davon zwei Drittel aus dem Papenteich, präsentieren Ihnen hier und heute ihre Arbeit. Ob Bildung und Beratung, verschiedenste Dienstleistungen und Gesundheit, Kunst oder Kommunalpolitik, Sie können hier einen Einblick in die Leistungsfähigkeiten der Frauen im ländlichen Bereich gewinnen. Zu sehen, was sich hier bei uns im ländlichen Raum in Papenteich an unternehmerischen, aber auch an ehrenamtlichen Anstrengungen durch Frauen zeigt. Wer gestern hier aufgebaut hat und die Halle gesehen hat mit den nackten Stellwänden, der konnte sich wahrscheinlich noch nicht so richtig vorstellen, wie das hier heute so bunt und lebendig zugehen soll. Und ich finde, es ist immer wieder eine Meisterleistung zu sehen, wie in Windeseile Frauen mit ihrer Kreativität und ihrer Innovationskraft in der Lage sind, so einen Raum in eine wunderbare Messehalle zu verwandeln. Ganz kurz angedeutet, wir haben hier heute 67 Ausstellerinnen und ich finde, das ist eine gigantisch große Anzahl. Wer andere Messen in großen Städten besucht hat, wird wissen, dass auch dort die Zahl der Ausstellerinnen nicht sehr viel höher ist. Wir haben vor 2 Jahren im Gemeindezentrum in Meine 40 Ausstellerinnen gehabt und waren der Überzeugung, dass schon das eine enorme Breitbande an weiblicher Leistungskraft darstellt. Man kann also sagen, dass nur 10% wichtig sind, also 10% persönliche Leistung und die Qualität der Ausstellung ein Grund dafür zum Verlieren macht. Und der Bereich der Beziehung und der Kontakte führt eigentlich zu 60% dazu, dass man beruflich weiterkommt. Das heißt, nicht die Leistung und der Preis soll das sein,
Frauen auf der Karriereleiter noch, das ist auch ein Ertragen, das auch im Bereich der Aufstellung. Um es nochmal deutlicher zu sagen, Frauen sind fleißig, aber die Fleißigen sind die Dummen. Denn Kommunikation macht Karriere. Denn Kommunikation braucht man zur Selbstdarstellung und zum Kontaktaufbau. So, wie kommt man aber nun zu Kontakten? Ich denke, da ist wirklich die erste Voraussetzung, dass man sich halt präsentiert. Wir sind in Hamburg, der Standort besteht Berlin. Und relativ schnell wird garantiert irgendjemand anhalten und Ihnen sagen, also wissen Sie, Fräulein, Sie stehen da auf der falschen Seite. Wir gehen nicht nach Berlin, sondern nach Hamburg. Und welche Ebenen gibt es, wo ich jemand anders ansprechen kann? Auf welche Art und Weise, um über die Aufstellung einer Fußballmannschaft Gedanken zu machen? Und hier brauchen Sie dann zum Teil Nachhilfe. Oder verzwickte Strategien lehnen Frauen auch häufig ab. Nur wer falsche Bescheidenheit ablehnt, wird Einfluss nehmen können, so die Erkenntnis. Eine weitere Hilfestellung, um an Personen ranzukommen, zu denen man nicht so schnell Kontakt haben könnte, sind Mentorinnenprogramme, weil sie ja schon um Nachwuchsförderung zu betreiben und sich gegenseitig zu unterstützen. Ich selber führe so ein Mentorinnenprogramm durch, wer dann noch detailliertere Informationen haben möchte, der kann sich nachher gerne bei mir zu diesem Treffen der Wirtschaftsjunioren gegangen und hat also so eine Unterstützung gehabt, um ihre Ängste zu überwinden. Die ist dann zwei, dreimal mit ihr mitgegangen und danach traut sie sich dann auch alleine und war eigentlich. Ich möchte jetzt darauf hinweisen, dass um 12 Uhr das Bewegungsangebot Info ist. Und zwar dort hinten, Sie gehen außen rum von Frau Wesel. Aber gab es denn hier Resonanz oder so? Also kannst du auch meinen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und einen schönen Abend.
Inwiefern sie das einkaufen? Wird dann nicht geliefert? Nein, es wird bei ihnen gekocht und sie kaufen das ein. Frau Lemberg, die dritte Frauenbörse neigt sich langsam dem Ende. Sind Sie zufrieden? Wie ist Ihre Einschätzung von diesem Tag heute? Ich bin überaus zufrieden. Die Resonanz ist einfach überwältigend. Die Besucherinnen und Besucher sind an allen Ständen schon über den ganzen Tag verteilt, zahlreich vertreten. Und ich bin einfach nur ganz angenehm überrascht, wie toll das alles läuft hier.
Wie haben Sie es geschafft, diese Vielzahl von Gewerken hier zu organisieren? Man hat ja Ernährungswissenschaften, man hat Bücher, man hat Steine, man hat Kleidung, man hat alles hier. Wie haben Sie das geschafft? Wir sind ja hier im ländlichen Raum und vieles im ländlichen Raum geht über das Klüngeln. Das heißt Mundpropaganda von Frau zu Frau, weitererzählen. Viele Ausstellerinnen sind bei der zweiten Fraueninformationsbörse im Papenteich zum Thema Frauenarbeit im Beruf, Familie und Ehrenamt dabei gewesen und haben natürlich in ihren eigenen Kreisen auch wiederum Frauen geworben und haben es weitererzählt. Und natürlich die üblichen Medien, Zeitungen, unsere Papenteicher Nachrichten. Wir haben alles eingesetzt, was uns möglich war. Hervorragend. Wird diese Börse auch im nächsten Jahr wieder stattfinden? Die findet grundsätzlich nur alle 2 Jahre statt, weil der organisatorische und logistische Aufwand ist so riesig, dass ich mir das mit meinen 19,5 Stunden als Frauenbeauftragten nicht zumuten kann. Dann bedanken wir uns und herzlichen Glückwunsch für die hervorragende Organisation. Es hat, glaube ich, allen Frauen und auch die Mondschau, werden wir uns gleich anschauen. Vielen Dank. Sehr schön. Gut. Ja? Gut. Ich musste ja gar nicht üben. Wollen wir das jetzt nicht nochmal wiederholen? When you were young.